Ja, das ist also eigentlich etwas sehr Persönliches. Man glaubt eigentlich, dass Fernsehmoderatoren bei jedem Ereignis, das etwa grausam ist, also sich erst mal fassen müssen, bis sie also wieder da sind. Man hat dann eine andere Einstellung. Du weißt, du musst anderen diese Geschichte nahebringen. Und da kannst du dich nicht von deinen eigenen Emotionen hinwegspülen lassen. Also das lernt man. Aber es war irgendwann mal, da kam die Sprache auf meine Frau, die viel hat mitmachen müssen mit mir. Wie oft war es, dass ich ihr versprochen habe, pass auf, ich komme heute eher nach Hause. Ich kam auch eher nach Hause, aber nur um meinen Büttel zu packen und wieder irgendwo hinweg zu fliegen. Also da kamen mir die Tränen. Aber die müssen einem auch wirklich kommen. Das zu Schauspielern wäre also schon ein sehr riskantes Unternehmen.